Hallo, herzlich willkommen zurück zu Euro Truck Simulator. Wir gucken uns heute mal ein bisschen die Kaufoptionen an. Und ich habe festgestellt, wir haben offensichtlich wenig Geld. Also hier ist ein schöner Scania in Orange. Ich hoffe, den kann man umspritzen lassen. Der hat 370 PS. Das ist ordentlich, glaube ich. Ehrlich gesagt, ja, ich weiß es auch nicht. Also wir haben nur einen. Ah ja, guck mal, hier gibt es sogar noch mehr, aber die sind dann noch teurer und da brauchen wir offensichtlich ein anderes Fahrlevel. Das sind die kleinen, die wir uns leisten können. Der billigste wäre bei 112.000. Fahrwerk 4x2, was auch immer das alles bedeutet. Fahrerhaus normal, Lenkung links. Ja, hier einen schicken roten Streamline normal. Den würden wir uns kaufen. Dafür bräuchten wir aber 12.000 bzw. 100.000 müssten wir uns dann von der Bank holen. Das können wir theoretisch machen. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen so ein bisschen sparen, sagen wir auch so 30.000. Naja, aber jetzt, wenn das Ding 112 kostet, naja gut. Haben wir irgendwo eigentlich einen... Ah ja, genau, hier ist Montag tatsächlich gerade. 23.50 Uhr, also mitten in der Nacht. Wir fangen also mit einer Nachtfahrt heute an. Ich habe den Sound noch mal ein bisschen leiser gedreht. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Ich bin wirklich bemüht, es immer noch mal ein bisschen kleiner und so weiter zu halten. Also, dass es noch leiser wird, damit das nicht so stressig wird. So, 17,50 den Kilometer. Ich würde sagen, wir nehmen das einfach, oder? Dienstag 3.12 Uhr, erwartet 3.12 Uhr bis 9.52 Uhr. Oh Gott, okay, offensichtlich habe ich den jetzt angenommen. Doppelklick, nimmt Sachen an. Okay, Motor starten. Mal ganz kurz hier gucken, haben wir jetzt hier Licht angemacht? Ja, okay. Das Licht ist das Fernlicht, ne? Okay, Fernlicht wollen wir natürlich nicht. Okay, so, jetzt müssen wir hier irgendwie rausfahren. Ist ehrlich gesagt nicht, wie wir rauskommen. Also ich habe jetzt ein bisschen leiser gedreht das Ganze, nochmal ein bisschen leiser. Ich hoffe, dass das jetzt halt vom Fahren her... Sie haben eine Arbeitsagentur entdeckt, was heißt denn das? Ich bin arbeitslos oder was? Ich hoffe, dass es halt jetzt nochmal angenehmer wird. Ich gucke mir danach nochmal an, ob ich das nochmal leiser drehen sollte oder so. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Wir drücken nochmal F1. Pause, Pause, Pause. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Bleib stehen. Bleibst du jetzt stehen? So. Und ich wollte mir nochmal die Aufträge hier angucken. Genau. Also, es ist jetzt was? Es ist Montag 23:53. Ausgeruht sind wir, glaube ich. Vollgetankt haben wir auch. Das ist super. Wir haben Postpakete. 11 Tonnen. Zielort Köln nach Postpet. Das ist ja unser Hauptdings quasi. Wir stehen jetzt, glaube ich, in Metz oder so, ne? Erwartet Dienstag 3.12 Uhr bis 9.52 Uhr. Also wir haben ordentlichen Spielraum. Sind theoretisch nur 5,5 Stunden unterwegs. Das ist gut. Auftragsvergütung ist auch ordentlich. 5.800, wenn wir keine Unfälle und so weiter bauen. Restzeit, wir haben noch 10 Stunden Zeit. Nächste Pause offensichtlich. Ah ja, das ist natürlich auch nice. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Wir haben also quasi 11 Stunden, bis wir schlafen müssen. Und haben 10 Stunden Zeit, genau, bis wir da sein müssen. Aber wir fahren in Wirklichkeit nur 5,5 Stunden. Das ist natürlich schön. Gut, Moment, jetzt muss ich das hier nochmal haben, genau. So, und weiter geht's. Ja, schön gucken, ne? Hat der Fahrlehrer auch immer gesagt, immer schön gucken. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Was bedeutet eine blinkende Ampel? Das heißt, die ist eigentlich ausgeschaltet. Und wir machen das hier nach Freischnauze, richtig? Eieiei. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich nicht so ganz genau weiß, wie das mit dem mit den Schildern und so weiter geht. Ist halt alles schon ein bisschen länger her bei mir, ne? So. Aber gut, wir kriegen das hin. Man lernt mit seinen Aufgaben und so weiter. Man lernt mit seinen Aufgaben. Ja. Ich glaube, die Idee, so Kraftfahrer zu sein, ist, glaube ich, eine sehr romantisierte Art, damit klarzukommen, was hier so abgeht. Also halt, schön im Fahrerhäuschen zu sein. Guck mal hier, Rettungshubschrauber.
Krass. Ja, ganz schön viel los hier. Schön auf sich alleine gestellt sein, gemütlich. Man muss mit niemandem reden. Ach, ist das schön. Eigentlich sollten wir alle Fernfahrer werden. Das wär's eigentlich, ne? Wo fahren wir eigentlich hin? Nach Straßburg, Luxemburg, so die Kante. Ich habe in den Aufnahmen bis jetzt gehört, dass man tatsächlich die Tastatur hört, wenn ich damit lenke. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Damit müssen wir alle leben. Es hat eine schöne Tastatur tatsächlich. Ich mag die auch sehr. Okay. Das war aber ein... Oh, okay. Na, aber ganz schön ordentlich gemacht. Ganz schön ordentlich gemacht. Und hier ist ganz schön viel los, finde ich, gerade. Dafür, dass hier mitten in der Nacht ist. Welche Schwertransporte sind unterwegs? Ja, ich habe zuletzt gestern aufgenommen. Jetzt muss ich heute noch mal so ein bisschen reinkommen, habe ich das Gefühl. Voilà. Luxemburg, Lyon, Liège. Liège? Naja, ihr wisst schon. Wir fahren hier straight. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Auto, für ein Motor ist. Ist das ein Scania? Ich weiß es nicht. Er hat hier so einen spannenden irgendwas Adlerlöwendrachen. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Gut, wenn wir die Fahrt gemacht haben, sind wir bei knapp 20.000. Müssten wir wahrscheinlich die 20.000 geknackt haben. Das ist gut. Ah, und ich wollte in der Einstellung eigentlich mal gucken, ob wir einen Fahrassistenten haben. Müssen wir gleich mal gucken. Wenn wir angekommen sind, erinnert mich mal dran, dass wir uns das nochmal angucken, ob wir da jetzt einen Hilfsassistenten haben. Ja, ich weiß, dass es einmal hier so ein Navigationsgerät gibt, was auch Ansagen macht. Ich weiß allerdings nicht, ob man das kaufen muss oder ob man das als Mod bekommt. Da muss ich mich nochmal schlau machen, beziehungsweise gleich einmal in die Optionen gucken. Und überhaupt Optionen sollten wir uns nochmal angucken. Ich glaube, es gibt viele Sachen, die man hier gut einstellen kann, die einem auch recht helfen. Dass das Fahrerlebnis einfach noch schöner wird. Ja, draußen in der Realität gibt es auch gerade ein Fahrerlebnis. Heute ist Freitag, wo ich das hier aufnehme, und Freitag sind ja auch bekanntlich die Dorfassis in Köln unterwegs. Die kommen dann eingeflogen und machen hier Terz. Alle schön laut auf engstem Raum. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss hier bleiben, ne, tatsächlich. Und ich muss jetzt hier nach Luxemburg ab. Naja, okay. So schnell das Ganze. Uiuiui. Was ist da jetzt gescheppert? Ist da irgendwas gescheppert? Nee, ne? Ah, jetzt müssen wir uns mal hier langsam einreihen in die Elefantenkolonne. Hoppala. Oh, da hätte ich fast die Ampel übersehen. Muss ich nach Luxemburg? Kann das sein? Kann es wirklich wahr sein? Muss ich nach Luxemburg rein? Oh, jetzt stehen wir hier im Kreisverkehr. Das ist ungünstig. Ja, irgendeiner hat uns bestimmt reingelassen. Eieiei. Wir müssen einfach durch Luxemburg durch. Kann das sein? Das ist ja ungünstig. Das. Ich muss mich tatsächlich erstmal wieder kurz eingrooven. Das ist verrückt. Ich hätte mal noch eine Fahrt vorher machen sollen, bevor ich hier den Aufnahmeknopf drücke. Aber ich war so heiß auf das Spiel. Naja, gut, ist halt so. So, da vorne dürfte jetzt grün werden, damit ich nicht anhalten muss. Bitte lass es grün werden. Grün. Nein, okay. Dann bremsen wir mal. Jetzt wird's grün.
Okay. Ja, ich mache gelegentlich sehr kurze Bremsen beim Stinger. Das könnte bedeuten, dass mir gelegentlich vielleicht mal einer hinten drauf fährt. Das ist nicht die günstigste Sache von der Welt. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie mal gefixt kriegen mit den Bremsen. Ja, ich habe gerade vor der Aufnahme mal geschaut, ob ich mich frei bewegen kann. Ich wollte nämlich schlafen gehen. Das geht aber nicht. Ich muss tatsächlich erst einen eigenen LKW haben. Das heißt, actually können wir gerade nichts anderes machen, als hier die Fahrten für andere Menschen übernehmen. Aber ist ja jetzt auch nicht die schlechteste Sache. Hier ist jetzt gerade ein bisschen Sliding, aber wir sind alleine auf der Fahrbahn. Oh! Oh, auf Fliegerschaden 1%. Oh Gott. Schade. Schon wieder abgehoben, verdammte Axt. Wagen ist aber unbeschädigt, das ist gut, darauf kommt es an. 1% Aufliegerschaden, naja, irgendwas ist halt immer. Dann sind wir halt ein bisschen zu sehr ins Schlingeln geraten. Ich glaube. Ich weiß nicht so ganz genau, was das war oder wer das war. Ich habe da keinen gesehen. Also, naja gut, ich muss mir das nochmal im Video angucken. Wirklich seltsam, aber hier sind auch echt enge Straßen hier. Okay, das Schlingern, okay, da habe ich die Leitplanke mitgenommen, das gebe ich ja zu, das war vielleicht mein Problem, also, aber das, habe ich dann Auto weggepäst oder was? Ich weiß es nicht. Seltsam. Na ja, gut, keine Folge ohne, dass hier wirklich was Ordentliches passiert, also ich meine, das gehört zum Unterhaltungswert dazu, nehme ich mal an. Wir haben eigentlich genug Zeit. Ich muss mich eigentlich nicht hetzen. Ich kann wirklich konzentriert fahren. Okay. Wir fahren zu schnell. Fahren wir ruhig ein bisschen langsamer. Jetzt gibt es hier nochmal eine Schlingerkurvennummer. Ach, guck mal, hier hat doch jemand ordentlich gebremst. Und hier ist auch jetzt nur noch, weiß ich nicht, eine Spur. Keine Mittelspur mehr. Wir sind hier irgendwie mitten im Nirgendwo. Ah, völlig verrückt. Und halt auch nachts um zwei, ne? Ich meine, ganz schön gruselig, würde ich sagen. Weiß gar nicht, würdet ihr euch eher für Nachtfahrten, also wenn ihr, sagen wir mal, ihr seid jetzt Fernfahrer, würdet ihr eher Nachtfahrten machen oder nicht? So, kann man ein bisschen Fernlicht anmachen, jetzt sieht man mal was, da kommt jemand, da muss man das Fernlicht natürlich sofort ausmachen. Um es danach direkt wieder anzumachen, ist ja völlig klar. Stunden und wir sind echt langsam, oder? Kann das sein? Kommt mir gerade so vor, als würde die Zeit da hinten gar nicht vorwärts gehen, obwohl wir richtig viel und gut unterwegs sind. Naja. Es sind auch so Überlandfahrten hier, also nichts Autobahn und so. Autobahn wäre mir persönlich ein bisschen lieber. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das nicht geht. Gibt es in der Nähe von Luxemburg keine Autobahn oder wie ist das? Ordentlich zu schnell, ne? Ja, muss man nicht übertreiben. Ja, ich will halt aufs Gas drücken, ne? Ich will halt nicht, naja, 70 fahre ich. Ach genau, einen Tempomaten, den suche ich auch noch. Einen Tempomaten brauchen wir auch. Na, 60 ist erlaubt. Okay, jetzt ging die Zeit, 20 Minuten ging aber echt jetzt schnell rum. Das ist irgendwie. Jetzt, wo ich das hier aufnehme, sag ich mal, nächstes Wochenende werden es 40 Grad. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich will mir irgendwas überlegen müssen, was ich da machen werde. Ich glaube, bei 40 Grad will ich einfach nicht mehr am Computer sitzen. Wahrscheinlich lese ich ja mal die Bücher zu Ende, die ich hier rumliegen habe, die ich bis zu 100 Seiten vor Ende
fertig habe und dann aber nie wieder weitergelesen habe. Ich glaube, abends ein bisschen im Bett liegen und lesen. Ja, klar. Ach, fuck off, ey. Also wirklich, keine Folge ohne das Problem. Gibt es da irgendeine Regel? Wir brauchen einen Tempomaten. Das nützt alles nichts. Wir brauchen einen Tempomaten. Oh, 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 oh. Okay, das sind wir auch einfach mal über die Dings da geheizt. Naja, gut, wir wollen jetzt auch nicht anhalten, ne? Oh, guck mal, da hinten, das schaut aus wie ein Autobahnkreuz. Ich freue mich. Da müssen wir nach rechts abbiegen Richtung E40. Düsseldorf, Köln. Sind das eigentlich die Originalzahlen? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Das wäre natürlich richtig nice. Wenn das sozusagen die Originalen sind. Dass man dann einfach weiß, wenn man jetzt da jemals langfahren würde. Ich fahre hier vor dir rein. Ich habe nämlich rechts vor links. Zahlt, ey. Vielleicht gibt es ein Achievement, zahle 1 Million an Strafen. Dann das Achievement werde ich wahrscheinlich relativ schnell haben. Halten wir an oder was ist jetzt hier los? Bin ich im falschen Gang? Rastorf Ruhrschon Süd. Wir fahren ja nach Köln, ne? Also 100 Kilometer noch. Schön, wenn das jetzt hier einfach geradeaus ging. Neunzig ist ja auch jetzt so die Maximalgeschwindigkeit, glaube ich, die wir schaffen. Kerpen? 1000 Meter? Kerpen ist keine 90 Kilometer von Köln weg. Nicht ernsthaft, oder? Müsste dann Duisburg auf die 61. Bin ich auf der A4? Könnte das sein? Ich weiß es alles nicht. Mann, das ärgert mich ein bisschen. Oh, da hinten ist irgendwie Blaulicht und Sirenen. Da müssen wir mal... Oje, oje, oje. Jetzt müssen wir da irgendwie reinkommen. Ja, der lässt mich nicht rein. Der lässt mich auch nicht rein. Uns hier vorbei. Gucken, ob das geht. Ich glaube, das ist nicht so vorgesehen. Wir machen es einfach trotzdem. Oh, shit! Okay. Wir haben vielleicht 5% Schaden am Häuschen. Egal, wir sind immer noch auf der richtigen Spur. Wir lassen uns nicht anbringen, auch nicht von einem Rettungshubschrauber. Als bin ich bescheuert. Oh Gott, bitte. Gib mir bitte nie ein Auto. Oh, wie geil. Oh, ich lache mich kaputt, ey. La la la. So, was ist das hier? Auch eine schicke Brücke. Oh Mann, ich glaube, ich werde das einfach hier nie veröffentlichen. Diese Folge wird es einfach nie geben. Auch schon makaber, ne? Aber es ist so typisch. Irgendwie ein Autounfall passiert, Rettungshubschrauber und so weiter und alles, pipapo, und dann erstmal schön dran vorbeiheizen mit 80 km/h. Das war halt nur, weil die Rotorblätter von diesem blöden Hubschrauber noch so auf die ganze Autobahn gedingst sind. Das ist halt auch blöd. Er hätte auch anders parken können. Naja.
Okay, haben wir mal wieder was erlebt. Kleiner Unfall. naja, also kleiner Unfall und vielleicht ein bisschen Geschwindigkeitsübertretung und dann vielleicht noch kurz in einen Riesenunfall reingerauscht. Aber das hätte uns auch mega Zeit gekostet, wenn wir da jetzt noch abgebogen wären. Und wenn das Navi sagt, fahr geradeaus, dann fährt man geradeaus, dann macht man jetzt auch keinen... Dann macht man kein großes Theater drum, dann macht man das einfach. I like it. Oh Mann, wie bescheuert. Mannheim, Köln-Süd. Ja, Mannheim und Köln-Süd sind sehr nah beieinander. So, wir fahren jetzt mal ein bisschen vorsichtiger. Ich würde sagen, in der nächsten Folge fahre ich auch mal, versuche ich zumindest mal ernsthafter zu fahren. Oh Mann. Oh Mann. Was ist Köln-Süd? Ist das jetzt die 555 ist es nicht. Wie heißt denn aber die Bundesstraße? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich glaube, das ist jetzt hier wieder der unrealistische Teil, der nach Köln reinführt. Das ist sehr bergisch. Oh, wir fahren 70, das ist viel zu viel. 60 ist erlaubt und da gibt es gleich eine Ampel. Das heißt, wir fahren sowieso ein bisschen langsamer und bremsen schon mal ab. Zum Leidwesen der Menschen hinter uns. Na gut. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich glaube, nach dieser sehr Hardcore mir ist einiges passiert unterwegs Folge, werde ich jetzt mal ganz softes Einparken nehmen. Beim letzten Mal war dieses Einparken damit hier rückwärts fahren, das war schon... Na, wir gucken mal. Wir gucken mal, was es an EPs gibt und wie schwer das Ganze ist. Dann können wir immer noch entscheiden. Ist das hier nicht eigentlich der Ort, wo wir mal rauskommen? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, wir müssen jetzt hier einmal quer durch. Ne? Das ist nicht sehr hilfreich. Ja, der ist über Rot gefahren. Hat das mal jemand aufgezeichnet hier? Schön, dass wir das Fenster unten haben. Das war mir gar nicht klar. Okay, fahren wir mal weiter. Ach, was für ein Spaß. Ist Sonnenaufgang? 4.46 Uhr? Was ist denn das für ein... Sind wir hier im Sommer? Seit wann geht denn die Sonne um 4 Uhr auf? Ein bisschen vermessen, ne? Naja, was soll's. Dieses Zischen finde ich auch mal ganz gut. Komm, lass uns rennen fahren. Na okay, dann nicht. Oh Mann. Eigentlich will ich gar kein Troll-Let's Play machen, aber es ist irgendwie so... Ich weiß auch nicht. Es ist auch nicht so einfach hier. Da hinten müssen wir schon wieder abbiegen. Ich weiß jetzt nicht, wenn es jetzt rot wird. Ich will auch nicht hier über die Ampel heizen, als gäbe es keinen Morgen. Da müssen wir da hinten links, dann bleiben wir mal auf der linken Spur. So, da kam gestern auch keiner. Oh, okay. Manchmal sind 37 km/h echt schnell, manchmal aber auch nicht, ne? So, jetzt müssen wir hier reinfahren. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich das die leichtere Einparksache nehmen. Bam. Ja, wir nehmen mal die 15 EP mit. Ich denke, das wird sein. Das wird schon... Ja, guck mal hier. Easy. Ich glaube, man kann sich da ein bisschen mehr Mühe geben, wenn man
wenn man das alles ein bisschen besser beherrscht und nicht mehr so viel Scheiß baut. Ja, sind wir noch nicht da? Du bist nicht ein bisschen streng gerade mit mir? So, absatteln. Ah, wundervoll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bonus für Fernfahrt. Oh, ich glaube, es gab auch irgendeine Achievement hier unten, habe ich es nicht gesehen, aber irgendwas ist da aufgeploppt. Ich bin Level 3, sehr gut. Erfahrungsbonus Level 2, 152, Fähigkeitsrang 2, was aber das heißt. Bonus Fernfahrt. Ach, weil das über 300 Kilometer war, oder was? Aber das ist ja schön, da kriegt man nochmal einen Bonus abzüglich der Strafen, die man jetzt hier nicht sehen kann. Und wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Was können wir denn machen? Rang 3, Lieferung bis zu 850 Kilometer, 15% höhere Vergütung für Lieferstrecken über 550 Kilometer. Für hochwertige Frachten freigeschaltet, 5% höhere Vergütung für das Ausliefern hochwertiger Fracht. 18% Erfahrungsbonus. Höhere Vergütung. Ah, just in time, das ist so Hetze. Das glaube ich wirklich nicht. Ich glaube, wir bleiben einfach mal bei dem hier. Komm, wir machen das einfach. Wir hauen das einfach da rein und gut ist. Jetzt haben wir noch eine Mail. Wir können Ihnen helfen zu wachsen. Angesichts Ihrer stetigen Erträge möchten wir Ihnen anbieten, bei der Entwicklung Ihres Potenzials weiter behilflich zu sein. Wir haben uns erlaubt, Ihre Kreditlinie auf 500.000 zu erhöhen. Fühlen Sie sich frei, jederzeit bei Ihrer örtlichen Bank über diese Summe zu verfügen. Für nur 5. Achso, warte mal, kann das... Ah ja, das ist der Kreditrahmen. Man könnte den und den nehmen. Krass. Aber jetzt mal ernsthaft. Jetzt mal allen Ernstes, ich habe doch Postpakete. Kann ich nicht irgendwo sehen? Zustand, Auflieger, LKW-Händler, Fähigkeiten, Karriereentwicklung. Ja, das ist irgendwie nur so, weiß nicht, was heißt denn das eigentlich? 314. Also ich bin schon mal mehr Kilometer gefahren. Keine Ahnung, warum das so angezeigt wird. Kann ich hier irgendwie scrollen? Nee, kann ich auch nicht. Also eigentlich, das ist ein bisschen meine Frage. Gibt es nicht irgendwo Statistiken, wo ich sehen kann? Nee. Wie viele Schäden und so weiter ich schon gemacht habe? Also ich meine, Garagenanzahl eine, Fahreranzahl eine. Profit 7 Tage 19.000. Tatsächlich bin ich erst 2 Tage dran, ne? Nun gut, wir gehen nochmal ganz kurz hier in die Einstellungen und zwar hier beim Gameplay. Gucken wir doch mal, was es hier noch alles gibt. Zufälliges Desktop-Hintergrundmotiv. Müdigkeitssimulation, Bußgelder. Ah, guck mal, die Bußgelder könnte ich auch ausstellen. Bevorzugte Auftragslänge, zeige LKW-Geschwindigkeit. Route Advisor, Tempolimits, zeige LKW-Geschwindigkeit. Route Advisor, Warnung, Geschwindigkeitsüberschreitung, ja. Mitteilung für automatisches Parken anzeigen, ja. Warnanzeige für Schwergut. Kartenausrichtung, Norden fixiert. Navi-Anzeigen immer. Navigationsmodus beste. Schwierigkeitsgrad parken immer wählen. Zufällige Straßenereignisse, Umleitungen. Regenwahrscheinlichkeit. Maus umkehren. Filmsequenzen zeigen. Filmsequenzen? Intelligente sequenzielle Schaltung. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das bedeutet, aber Stärke der Bremsen. Ach, guck mal hier, Stärke der Bremsen. Das ist ja interessant. Aufsatteln für Erfahrene. Nee, das... Nee. Automatischer Retarder. Geschwindigkeitsbegrenzer aktivieren. Okay, das ist eingeschaltet. Das heißt... Tempomat, Schrittgröße. Das heißt, es gibt einen Tempomaten, oder? Verstehe ich das richtig? Sprache, Deutsch.
Kontinentaleuropa. Übersetzen Städte, Ländernamen. Namen auf der Karte auch in Landessprache. Nö, wollen wir nicht. Konvoi-Einstellungen. Schnell antworten. Okay, dann gucken wir doch nochmal. Wenn es einen Tempomaten gibt, dann muss es den ja auch hier irgendwo geben, oder? Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber wenn nicht, könnt ihr ja einfach ausschalten. Mehr passiert heute nicht mehr. Wir gucken noch nach dem Tempomaten. Tempomat C, tatsächlich. Tempomat, das ist ja verrückter Scheiß. Okay, wir könnten hier auch Fenster öffnen. Assistentaktion. Das ist ja verrückt. Okay. TV-Ansicht. Rennen. Na gut, wir werden in der nächsten Folge mal den Tempomaten versuchen. Mit C wird das ja irgendwie gehen. Ich bin gespannt. Ich sag mal, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht es gut. Schwenkt den Hut. Tschüssing.